Mann, die Strecke macht ja mal so dermaßen Spaß. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir wieder mal die Assetto Corsa Pole Lap Challenge mit den 2022er Boliden. Aber zuallererst wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2022. Bleibt gesund. Heute befinden wir uns auf dem alten Österreichring, wie es ja noch vor dem Red Bull Ring hieß. Und hier mal ein paar Fakten zu der Strecke. Die Strecke wurde gegründet 1969 und sie wurde bis einschließlich 1995 gefahren. Die Streckenlänge beträgt unfassbare 5.942 Meter. Die längste Gerade ist 840 Meter lang. Eieiei. Die Kurvenanzahl 11, davon gehen 7 nach rechts und 4 nach links. Steigung 10% und Gefälle 9%. Ich kann jedenfalls schon mal eine Sache sagen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Red Bull Ring und dem Österreichring, dann würde ich mich eher für den Österreichring entscheiden. Die Begründung ist relativ einfach. Es gibt nur eine einzige harte Bremszone und ich feiere diese Strecke jetzt schon. Ich bin gerade mal 20 Minuten gefahren und ich habe jetzt schon einen absoluten Flow darin. Aber wie das Ganze aussieht, erfahrt ihr jetzt. So, liebe Freunde, dann gehen wir mal auf unsere erste gezeitete Runde. Let's go! Startzielgeraden, Flügel auf. Und dann müssen wir ungefähr so, ja, hier bremsen, die erste Schikane. Ja, ein bisschen Apex verpasst. Rechts, links und nochmal rechts. Rausbeschleunigen, Flügel auf. Dann eine langgezogene Rechtskurve. Gefolgt von einer langgezogenen Linkskurve. Zwei Gänge runter. Und wieder Flügel auf. Und jetzt, oh Gott. Im Training habe ich hier in der 24er-Zeit geschafft. Da war ich bei 305 km/h, aber habe den Flügel ausgelassen. 315 km/h. Bremsen. Zwei Gänge runter. Man kann sie auch im siebten Gang nehmen. Wieder leicht Flügel auf. Da ist zwar ein 100er Schild, da bremse ich aber noch nicht. Da bremse ich erst hier. Oh Mann, was macht die Sprit? Mann, die Strecke macht ja mal so dermaßen Spaß. Und Flügel wieder auf. Zwei Gänge runter. Und die langgezogene Rechtskurve. Auf Start und Ziel, Flügel wieder auf und am Ende steht da eine 23.505. Okay, soweit ganz gut. Dann würde ich sagen, neue Reifen und versuchen wir die Zeit zu knacken. So, liebe Freunde, dann gehen wir mal auf unsere nächste schnelle Runde. Ich muss einen Fehler beichten. Ich bin eben statt 5 mit 10 Kilo gefahren. Aber gut, probieren wir es mal mit 5 Kilogramm. Bremsen. Rechts herum. Links herum, wieder rechts herum. Oh, Quersteher. Gott, oh Gott. Zwei Gänge runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Flügel auf. Und ja, lange gerade, lange, lange gerade. Bremsen, zwei Gänge runter. Gang hochschalten, Flügel auf. Hier bremsen. Weiterhin Vollgas durch. Nochmal bremsen. Ah, leicht den Apex verpasst. Flügel wieder auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte erst, ich fliege ab. Letzte Kurve, zwei Gänge runter und Vollgas, Flügel wieder auf, siebte Gang und eine 22.2 steht auf der Uhr. Nicht schlecht, 1,2 Sekunden schneller. Das schaffe ich mit 5 Kilo, aber was schaffe ich wiederum mit 2? Die Antwort erfahrt ihr jetzt. So, dann gehen wir mal auf unsere letzte Runde. Die beiden letzten Versuche haben leider nicht ganz ausgereicht, dann bin ich fast abgeflogen. Also, here we go.
300 ist er erreicht. 310. 317 km/h. Wow. Bremsen, zwei Gänge runter. Nochmal bremsen. Ja, hier hätte ich ein bisschen mehr rausholen können. Flügel auf. Minimale Korrektur, Flügel auf und am Ende steht da eine 21,7. Jawohl, sehr, sehr, sehr schön. Ich wollte eine mittlere 21, die habe ich damit erreicht. So, liebe Leute, das soll es für das erste Video im Jahre 2022 gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, tschüss und ciao.